Immer mehr Leute wollen raus aus Deutschland. Immer mehr Leute wollen einen Plan B. Ich habe in meinem neuesten Vortrag darüber gesprochen, warum ich auswandere, wie ich auswandere und für wen sowas interessant sein könnte. Zum Schluss gab es noch spannende Zuschauerfragen. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber es gibt schon so ein paar Punkte, die halt schon auch ganz klar dafür sprechen, vielleicht aus Deutschland auszuwandern. Das heißt, wir haben ja auch schon die Umfrage gemacht. Die meisten Leute sind jetzt nicht so bullish auf Deutschland. Ich meine, als Unternehmer wird das Leben in Deutschland im Endeffekt einfach schwer gemacht. Das ist einfach ein Fakt. Es gibt natürlich auch politisch vielleicht Entwicklungen, die jetzt nicht so schön sind. Wir sehen, die Staatsquote wird immer höher. Wir sehen, dass wir auch einen übergriffigen Staat mittlerweile haben. Mittlerweile ist Zensur teilweise normal. Okay, in Deutschland kann man sagen, funktioniert es noch einigermaßen gut. Haben wir noch eine funktionierende Demokratie? Wir hatten jetzt vorher die Authorized, wie ist das? Trusted Flagger, habe ich jetzt vorher gelesen, dass es jetzt Trusted Flagger gibt, die einfach irgendwie Leute quasi anzeigen können, einfach Dinge von Social Media runternehmen können. Das heißt, es gibt hier schon Entwicklungen, die durchaus alarmierend sind. Und die Problematik ist halt, das ist im Endeffekt wie bei Bitcoin. Ihr könnt bei Bitcoin, könnt ihr noch 5 Jahre warten, 10 Jahre warten, ihr könnt sagen, okay, ich warte noch, bis Bitcoin auf 20.000 fällt, auf 10.000, könnt ihr warten, aber was wahrscheinlich passieren wird, ist genau das Gegenteil, dass euch der Bitcoin-Preis irgendwann davonläuft. Irgendwann sind wir bei 100.000, bei 200.000, bei 300.000, 400.000, und bei Bitcoin gibt es einen Spruch, jeder bekommt den Bitcoin-Preis, den er verdient. Manche Leute, die sind sehr, sehr früh am Start, und manche Leute, die sind sehr, sehr langsam, und die kaufen halt erst bei 1 Million oder so. Maurice Höfgen, Grüße gehen raus. Peter Schiff, Grüße gehen raus. Oder Marcel Fratscher, auch viele Grüße. Und ich sehe im Endeffekt ein ähnliches Problem, auch wenn es darum geht, aus Deutschland auszuwandern. Momentan ist es noch relativ gut möglich. Aber man sieht, die unsichtbare Mauer wird quasi immer höher. Ich sehe das jetzt auch, wenn man sich mit so Sachen wie Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung, sowas auseinandersetzen muss. Es gibt jetzt Länder, die tatsächlich vorhaben, genau wie in den USA, die Besteuerung auch an den Pass zu heften. Also dass du dann zum Beispiel in der UK oder in Norwegen oder was es auch immer für Länder gibt, dass du dann quasi weltweit besteuert wirst. Das heißt, du kommst quasi aus dem Fiat-System, aus dem manche, ich weiß es nicht, ob das Wort übertrieben ist, aber manche Leute, wir würden hier schon von einer gewissen Sklaverei sprechen. Du kommst da einfach immer schwieriger raus. Und auf der anderen Seite, die Zugangstüren in andere Länder, zum Beispiel Länder, die vielleicht freundlicher sind, wo man vielleicht eine niedrigere Besteuerung hat, die vielleicht auch etwas ein offeneres Mindset haben, die vielleicht auch nicht alles runterzensieren und so weiter. Die Länder, die schließen natürlich auch immer weiter die Türen. Das heißt, genauso wie der Bitcoin-Preis davon rennt, genauso hast du auch das Problem, dass es quasi immer schwieriger wird, aus Deutschland rauszukommen. Es gibt dann noch so Sachen wie Vermögensregister, Lastenausgleich, und es sind schon auch CBDCs sind geplant, also digitales Zentralbankgeld, das dich dann komplett überwacht. Und da muss man dann halt schon wirklich fragen, okay, der Deal in Deutschland, der ist definitiv noch gut, und Deutschland ist definitiv ein gutes Land. Ich finde auch Deutschland geil, und ich habe auch hier eine geile Zeit gehabt. Es ist auch nicht bloß das quasi, also ich glaube, es ist immer ein schlechter Move, wenn man aus einem Land rausgeht, nur wegen den Steuern oder wegen der politischen Lage. Also da kommen auch immer noch andere Faktoren dazu. Da kommen wir auch später noch dazu. Aber es gibt halt wirklich die Problematik, dass sich die Schlinge in Deutschland immer weiter zuzieht, und jetzt ist es halt noch möglich, quasi easy rauszukommen. Wir sehen das auch ganz oft in einem untergehenden Geldsystem. Zuerst haben wir Inflation, das nächste, was kommt, sind Preiskontrollen. Da können wir sagen, okay, das haben wir noch nicht, aber teilweise in gewissen Branchen haben wir natürlich durch Subventionen und durch gewisse Mietendeckel und so haben wir dann natürlich schon preiskontrollähnliche Mechanismen. Das heißt, die Inflation läuft aus dem Ruder, dann wird quasi der Preis kontrolliert, weil die Leute sagen, okay, ich kann mir meine Lebensmittel nicht mehr leisten, dann kostet halt der Apfel gedeckelt auf 2 Euro. Was dann passiert, dann brechen noch mehr Unternehmen zusammen, weil es sich auf einmal als Unternehmen nicht mehr lohnt, Äpfel anzubauen, dann bricht das Land noch weiter zusammen, noch mehr Leute wollen raus. Wenn noch mehr Leute raus wollen, was passiert dann? Wie in China, dann gibt es Kapitalkontrollen. Dann sagen die Leute zum Beispiel, wie in China, du darfst nur $50.000 pro Jahr außerhalb vom Land bringen. Und dann ist halt das Geniale, bei Bitcoin haben wir quasi jetzt schon die Möglichkeit, zumindest finanziell auszuwandern. Wenn man auch zumindest sagt, okay, ich gehe hier nicht weg aus Deutschland, weil ich verstehe das. Ich meine, für mich ist es easy. Ich habe irgendwie keine Familie, ich habe keine Kinder. Ich habe hier auch irgendwie ein Fahrrad, was ich irgendwie jetzt noch verkaufen muss. Sonst habe ich keine so materiellen Dinge, die mich hier halten.
Aber mir ist natürlich schon klar, dass für eine Familie das eine ganz andere Entscheidung ist. Man kann als Familie, als Vater kann man nicht einfach sagen, okay, hey, yo, Kids, ich schmeiß euch jetzt alle in den Flieger rein, wir fliegen jetzt einfach mal nach El Salvador, let's fucking go. Das heißt, das ist mir schon klar, dass das nicht so einfach ist. Und da muss man sich halt einfach überlegen, okay, wie ist quasi hier die Zukunftsperspektive? Und das kann man im Endeffekt ja auch sehen, wie zum Beispiel eine Aktie oder sowas. Oder von mir ist auch wie Bitcoin, wie ein Investment. Man hat im Endeffekt Risiko zu Chancenverhältnis. Okay, wie hoch ist das Risiko, dass zum Beispiel hier der Staat übergriffiger wird? Wie hoch ist die Chance, dass ich quasi hier ein lebenswertes Leben habe? Und da muss man einfach abwägen. Und immer mehr Leute kommen quasi zu der Abwägung, dass das Risiko-Chancen-Verhältnis hier in Deutschland nicht mehr optimal ist. Wir sehen es, die ganzen reichen Leute, die sind schon längst weg oder die haben alle einen Plan B. Auch wenn man mal so rumfragt, fragt man bei den Leuten, egal ob das normale Leute sind oder ob das Politiker sind oder ob das Unternehmer sind, alle haben zumindest mal drüber nachgedacht, irgendwie Plan B, was passiert, wenn das und das passiert, gehe ich dann vielleicht ins Ausland. Und das ist halt schon, sag ich mal, ja, eine Sache, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Aber was man natürlich auch immer bedenken muss, viele Leute denken zum Beispiel, wenn ich jetzt nach El Salvador gehe, dann sind alle meine Probleme gelöst und dann habe ich keine Probleme mehr. Und das ist halt auch eine große Falle, weil im Endeffekt sind wir alle sehr, sehr kräftige Individuen und wir sind alle Schöpfer unserer eigenen Realität. Und die Probleme, die wir in unserem Leben haben, die sind ja nicht zufällig, sondern die haben wir quasi entweder unbewusst oder bewusst in unser Leben manifestiert. Und nur weil wir jetzt nach El Salvador gehen, heißt das nicht, dass jetzt alle Probleme gelöst sind. Genau die gleichen Probleme, die wir hier haben, werden wir auch in El Salvador haben. Und deshalb ist es auch eine große Falle, wenn wir jetzt denken, okay, wir können jetzt irgendwas fixen, indem wir jetzt einfach aus dem Land abhauen. Das ist auch immer sehr, sehr schlecht, wenn man quasi flüchtet. Das heißt, wenn man von irgendwas weg will, wenn man zum Beispiel weg will von einem schlechten Chef oder weg will von einem schlechten Land. Viel besser ist immer, man setzt sich quasi für Freiheit an. Oder man geht in ein Land, um mehr Freiheit zu bekommen. Oder man geht in ein Land, um da bessere klimatische Bedingungen zu bekommen. Oder man geht in ein Land, weil einfach die politischen, sag ich mal, das politische System besser zu einem passt. Das heißt, es ist immer besser, für oder zu etwas zu gehen. Und das ist im Endeffekt auch die Idee. Also ich will im Endeffekt mehr Freiheit, ich will mehr Reichtum, ich will mehr Sonne, ich will mehr Freude, ich will mehr Glück. Und ich will nicht hier irgendwie jetzt die Politik wegschieben oder vielleicht auch mich beschweren über Deutschland. Weil was auch ganz, ganz wichtig ist, auch wenn das vielleicht jetzt hier schwierige Zeiten sind und wir sind in so einem Systemumbruch, man kann ja auch total dankbar für das sein. Weil durch das, dass wir hier in so schwierigen Zeiten sind, hinterfragen wir Dinge. Wir hinterfragen, ist die Politik noch gut? Wir hinterfragen, ist das Geldsystem noch gut? Wir hinterfragen, ist unser Lebensstil noch gut? Müssen wir vielleicht irgendwas verändern? Und weil wir quasi die schwierigen Bedingungen haben, sind wir überhaupt in der Lage zu hinterfragen und uns vielleicht neu aufzustellen. Und in 5 Jahren werden wir vielleicht zurückschauen und werde ich vielleicht sagen, hey, danke Habeck, dass du hier vielleicht nicht so tolle Entscheidungen gemacht hast. Die Wirtschaft und Deutschland ist gegen die Wand gefahren, aber das hat mich zum Aufwachen gebracht. Und dadurch konnte ich vielleicht auf die Entscheidung zu gehen, vielleicht zu sagen, okay, ich gehe vielleicht in ein Land, wo vielleicht Bitcoin befürwortet wird. Wir haben es jetzt gestern wieder gesehen, ein CDU-Politiker, der sich ich weiß nicht, ob es im Fernseher war, aber auf jeden Fall in eine Aufnahme stellt und sagt, Bitcoin ist der größte Blödsinn, den es überhaupt nur gibt. Und das ist halt symbolisch, also Innovation ist nicht wirklich gewollt. Die Leute, die, war auch dann interessant, dann hat man geguckt, okay, was ist sein Kontakt? Viele Leute wollten ihm eine E-Mail schreiben, es gibt nur einen Faxkontakt. Ja, ja, also das ist halt so symbolisch irgendwie. Und ja, und was halt auch ganz klar sein muss, das heißt, Machthaber oder irgendwelche großen, mächtige Leute, bei Bitcoin geht es auch immer darum, quasi vielleicht wieder Machtverhältnisse fairer aufzuteilen, dass vielleicht auch nicht über den Cantillon-Effekt, so wie man es aktuell kennt, dass quasi die Reichen immer noch reicher werden, weil sie nah an der Geldschöpfquelle sind, sondern dass man vielleicht auch den Cantillon-Effekt wieder etwas umdreht, dass quasi jeder eine gleiche Stimme hat, egal ob du 1 Million oder 5.000 Dollar oder whatever hast, jeder hat die gleiche Stimme. Es gibt bei Bitcoin nicht sowas wie einen Cantillon-Effekt, dass irgendwie die Lagarde an der Zentralbank, dass die mehr Power hat oder vielleicht mehr von dem neu gedruckten Geld abschöpfen kann, wie jemand, der vielleicht keinen Zugang zum Kapitalmarkt hat. Und dementsprechend muss man sich halt mal fragen, okay, warum sind denn überhaupt Machthaber so mächtig? Die Machthaber sind so mächtig, oder andersrum gesagt, die Hirten, die können nur die Schafe
hüten, solange quasi die Schafe kriechen und es mit sich mitmachen lassen. Wenn die Leute aufwachen, wenn die Leute merken, ich bin selber ein selbstständiges, selbstautarkes, sehr, sehr krasses und sehr bewusstes und auch sehr mächtiges Individuum, ich kann mit meinen Füßen abstimmen, ich kann nicht nur irgendwie alle 4 Jahre zur Wahlurne gehen, sondern ich kann mit meinen Füßen abstimmen, das ist die krasseste Entscheidung und die krasseste Abstimmungspower, die ich überhaupt geben kann. Wenn das natürlich die Leute merken, dann können auch die Machthaber irgendwann mit einem nichts mehr machen. Beim Geld ist es ja schon so. Gleich. Dazu was sagen. Ja. Also alles, was du beschrieben hast, sehe ich genauso und das sehe ich schon seit 15 Jahren schon und bin auch schon ausgewandert mit der Familie, sind auch wieder zurückgekommen. Und was ich aber jetzt ganz neu sehe und was mich, ich war vorhin der Einzige, der gestreckt hat, bullisch für Deutschland, die Leute sind aufgewacht, die Leute wachen auf. Es ändert sich was und das macht bestimmt mich wahnsinnig positiv. Ich habe das Gefühl, seit 15 Jahren gucke ich um mich herum und ich sehe nur Schafe. Und das hat sich geändert. Und das finde ich sehr positiv. Und die Leute fangen an, abzustimmen mit den Füßen. Genau, und wenn halt die ersten Leute... Genau, und wenn halt die ersten Leute gehen, dann merken halt auch, dann merkt auch der deutsche Apparat, okay, die Steuerzahler, die gehen jetzt alle weg. Weil wie kann das System aufrechterhalten werden, wenn alle, sag ich mal, wohlhabenden Leute weg sind? Ich meine, die reichen Leute, wenn wir mal gucken, wer zahlt hier wirklich die Steuern, das sind meistens sehr, sehr wohlhabende Leute, die Unternehmen haben und so weiter. Also es ist ja so, dass nur eine ganz kleine Anzahl quasi den großen Steuerbauch zahlt. Und wenn natürlich die Leistungsträger, wenn die weggehen, wir sehen es auch große Firmen, Stihl oder so, die dann in die Schweiz gehen, weil sie sagen, okay, die Energiepreise in Deutschland sind zu hoch, die gehen dann halt einfach ins Ausland. Und wenn natürlich auch die Leute hier merken, okay, die Leute gehen weg, sie fliehen nicht nur aus dem Geld, sie fliehen vielleicht auch in ein anderes Geld, dann merkt auf einmal vielleicht auch der Euro, dass er vielleicht schwächer wird oder der US-Dollar ist ja auch gerade am ablosen, weil Leute vielleicht auch vom US-Dollar wegdiversifizieren wollen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt alle in Bitcoin rennen oder so, aber es rennen halt schon auch viele in Gold, das sehen wir gerade auch, dass der Goldpreis steigt. Viele Leute wollen quasi aus dem Finanzsystem raus, aber halt vielleicht auch aus dem klassischen System. Und wenn das halt immer mehr wird, zum Beispiel Markus Krall sagt genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, wenn die quasi merken, dass die Leistungsträger hier weggehen, dann wird sich vielleicht auch was ändern. Also die Leute merken auf jeden Fall, dass sich was ändert. Bei Corona haben wir auch schon gesehen, viele Leute sind aufgewacht. Alex Frankenberg ist auch am Start. Ja. Viele Leute sind aufgewacht. Und was ich im Endeffekt hier einfach nur sagen wollte, dass wir die mächtigen Leute sind und wir dessen uns wieder bewusst werden müssen, dass nicht die Politiker die mächtigen Leute sind. Die Politiker sind quasi unsere Angestellten. Aber momentan ist quasi andersrum. Und das ist auch so ein Indikator, wenn deine Kritik nicht mehr geduldet ist oder wenn du dein Maul nicht mehr aufmachen kannst, dann weißt du definitiv, dass du irgendwo Falsches gelandet bist. Eigentlich muss es genau andersrum sein. Wenn Kritik geduldet ist und wenn auch die Leute ihre Gosche aufmachen und auch, sag ich mal, kritisieren dürfen, dann weiß man, dass das hier ein sehr, sehr gut funktionierendes System ist. Und wenn halt das nicht mehr funktioniert, dass Kritik nicht mehr wirklich akzeptiert ist oder dass solche Leute vielleicht sogar zensiert werden oder vielleicht angegangen werden oder einfach geframed werden, da sagt man einfach, okay, der ist halt rechts oder den drückt man halt in eine Ecke. Und wie gesagt, in Deutschland funktioniert das noch alles einigermaßen okay. Da gibt es Länder wie zum Beispiel in Großbritannien hat man es gesehen, dass Leute, die auf Twitter irgendwelche staatsfeindlichen Dinge teilen, dass die dann auf einmal hier ins Gefängnis fliegen. Das ist natürlich extrem übertrieben, soweit ist hier in Deutschland noch nicht. Aber das sind halt im Endeffekt so Indikatoren, die halt nicht ganz so schön ist. Und tatsächlich habe ich jetzt gestern hier in einer Telegram-Gruppe bei uns, hat jemand was reingeteilt, ich kannte den gar nicht, ich habe den mal nachgeschaut, Doug Casey, das muss irgend so ein Goldbug sein. Und der hat hier geschrieben, es gibt 2 Arten von Freiheit, physisch und finanziell. Vom physischen Standpunkt aus gesehen ist es wichtig, nicht wie ein Leibeigener an etwas gebunden zu sein. Sie wollen nicht, dass sich ihr gesamter Besitz an einem Ort befindet, wo er leicht von den Machthabern kontrolliert werden kann. Verhalte dich nicht wie eine Pflanze, an einem Ort verwurzelt zu sein, ist keine optimale Überlebensstrategie für einen Menschen in schwierigen Zeiten. Zustimmung. Ja. Also das Ding ist halt, viele Leute, die denken zum Beispiel, du wirst in Deutschland geboren und jetzt musst du in Deutschland zur Schule gehen, du musst in Deutschland deine Firma haben, du musst in Deutschland dein Bankkonto haben, du musst deinen Pass in Deutschland haben, du musst alles in Deutschland haben. Und das hat auch viele Jahre gut funktioniert, aber wir sind halt jetzt in Unbruchszeiten. Und meiner Meinung nach kann es schon Sinn machen, auch jetzt die Flexibilität, die einem Bitcoin gibt, weil Bitcoin gibt einem die absolute Flexibilität. Und warum nicht diese Flexibilität auch ausnützen?
Wir können zum Beispiel mit Bitcoin ganz einfach sagen, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel nach El Salvador, ich muss da keine komplizierten Sachen machen, ich kann meine Bitcoin, die kann ich einfach überall mitnehmen, da hindert mich nichts daran. Und zum Beispiel in El Salvador habe ich zum Beispiel meinen Lebensmittelpunkt, in den USA habe ich zum Beispiel eine Firma, in Deutschland habe ich vielleicht noch meinen Pass, mein Bankkonto, das habe ich wieder irgendwo anders. Das heißt, wir können uns wirklich international aufstellen und so sind wir dann halt auch nicht so angreifbar, so wie hier der Doug Casey schon sagt, dass wir quasi durch das, dass wir flexibel sind, uns quasi ganz, ganz viele Türen eröffnen. Und man kann natürlich auch neue Erfahrungen machen und muss auch eins dazu sagen, so ein großes Thema bei mir war halt schon auch immer Sonne. Das heißt, ich bin einfach ein Sonnenfanatiker und ich freue mich jetzt tatsächlich schon wieder bei 30 Grad am Strand zu sein. Und es sind halt auch so Sachen, okay, das ist jetzt ganz individuell. Von jemand anders ist zum Beispiel das Thema Klima oder so. Der sagt zum Beispiel, hier ist eine gute Klimazone. Ich finde zum Beispiel in El Salvador, das Wetter schon mal geiler wie hier. Aber das ist halt individuell. Das muss halt jeder für sich wissen. Und für jemand anders ist dann halt zum Beispiel, die sagen, in Deutschland ist es ihm zu warm, er geht halt nach Norwegen oder sowas. Das heißt, es gibt halt ganz, ganz viele Gründe, die zum Beispiel dazu führen, dass man zum Beispiel sagt, man geht ins Ausland oder man geht woanders hin. Da gibt es nicht so den einen Grund. Und im Endeffekt ist ja auch oft so, das ist zum Beispiel auch bei mir der Fall, ich habe jetzt zum Beispiel viele Gründe aufgezählt, was läuft hier nicht so gut, was läuft vielleicht in anderen Ländern besser. Aber im Endeffekt, das, was ich euch hier erzähle, ist im Endeffekt komplett irrelevant, weil das Entscheidende, der entscheidende Faktor, warum ich mich auch entschlossen habe, nach El Salvador zu gehen, oder ich habe mich auch nicht entschlossen, nach El Salvador zu gehen, ich habe mich quasi eigentlich nur entschlossen, aus Deutschland auszuwandern. Ich werde dann Perpetual Traveling machen, ich werde nie länger als 180 Tage in einem Land sein, werde dann quasi auch nie irgendwo wirklich ansässig sein, werde dann wahrscheinlich vielleicht zwischen zwei, drei Ländern hin und her traveln, zum Beispiel Argentinien, El Salvador und vielleicht noch Deutschland. Nur mal als Beispiel. Und das ist im Endeffekt einfach eine Möglichkeit, um quasi halt auch etwas aus dem System rausgehen zu können. Und das ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das Experiment gut wird. Es kann auch sein, ich komme in zwei Jahren wieder zurück. Ich sage dann, hey, war doch nicht so geil. Aber dann habe ich zumindest ausprobiert und weiß zumindest, was hat nicht funktioniert. Und das ist halt genau das, was ich jetzt sagen will. Meine Intuition, die schreit einfach, okay, probier das aus. Du bist jung. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst das machen. Wenn ich nachher irgendwann mit 90 das nicht gemacht hätte, dann würde ich es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich bereuen. Und selbst wenn ich nachher zum Entschluss komme, okay, hat vielleicht nicht so gut funktioniert, vielleicht hätte ich besser in Deutschland bleiben sollen oder whatever, dann ist es halt so. Dann habe ich auch kein Problem mehr, das einzugestehen. Und oftmals ist es halt auch so, viele Leute, die verwirklichen nicht wirklich ihr authentisches Leben, weil sie einfach gefangen sind, nicht von irgendeiner Politik oder von irgendeiner Regierung oder sowas, sondern einfach, weil sie gefangen sind von ihrer eigenen Angst, von ihrer eigenen Limitation. Sie denken, okay, das ist ein neues Land, man hat da Vorurteile. Das ist ganz oft so. Ich meine, fragt euch mal selber, die Länder, in die ihr bereist seid, die Vorurteile, die ihr über die Länder hattet, haben die wirklich gestimmt? Auch bei El Salvador ist es so. Wo ich nach El Salvador gegangen bin, ich habe gedacht, okay, da gibt es wahrscheinlich Kriminalität und dann ist es vielleicht alles nichts, da funktioniert nichts und es ist ein Drittweltland und so weiter, aber dann gehst du dahin und du siehst, hey, El Salvador ist nicht nur ein funktionierendes Land, okay, es gibt Nachteile, ganz klar, die können wir auch nachher drüber offen diskutieren, aber das Geile ist, El Salvador ist ein aufstrebendes Land und das ist halt eine neue Erfahrung, die ich hatte, dass du da ein Land hast, das wirklich ultra bullisch ist, da wird wirklich gebaut, da wird gebildet, wenn du da was erreichen willst, dann wirst du sofort mit den Leuten connected. Und das ist halt im Endeffekt die krasse Erfahrung zu machen, wenn man mal in einem Land ist, wo wirklich die Leute sagen, hey, ich finde meine Regierung gut, ich finde den Präsidenten gut, ich finde gut, was die in der Politik machen, ich finde gut, was in unserem Finanzsystem abgeht, dass wir hier auf Bitcoin setzen. Und das ist halt einfach so eine Energie, die man einfach mal miterlebt haben muss. Für manche Leute, die würden vielleicht nach El Salvador gehen und die fühlen das vielleicht gar nicht, weil die finden zum Beispiel auch gut, was hier abläuft oder sowas. Also das ist wieder auch komplett individuell. Aber für mich ist das halt jetzt mal der erste Schritt. Und wie gesagt, es kann auch sein, ich bin dann zwei Monate in El Salvador und dann entscheide ich, hey, ich gehe vielleicht doch nach Argentinien oder in ein anderes Land, nach Mexiko oder whatever. Und von dem her bin ich da auch nicht so fixiert. Ich habe jetzt auch keinen Plan in meinem Kopf, dass ich sage, okay, so 10-Jahres-Plan, ich muss jetzt 3 Jahre nach El Salvador, dann muss ich da das und das und das machen, dann danach gehe ich dahin. Sondern es ist im Endeffekt jetzt einfach auch mal ein Test und vielleicht halt auch ja, eine gewisse Ungewissheit. Und die Ungewissheit, ja, wird sich zeigen, ob die dann gut ist oder ob die schlecht ist.
im Endeffekt geht es einfach darum, quasi nach innen zu fühlen, gar nicht zu schauen, okay, was machen meine Nachbarn, was machen meine Freunde, sondern einfach vielleicht mal mehr sich nach innen zu besinnen, zu schauen, okay, ist da vielleicht eine Intuition, ist da eine Stimme, sagt die vielleicht, okay, ich soll vielleicht mehr auf Bitcoin fokussieren, ich soll vielleicht meinen Job kündigen, ich soll vielleicht was Neues ausprobieren, ein Startup machen, in ein anderes Land gehen. Und das ist im Endeffekt einfach der Weg, den ich gehe. Und da gehört einfach auch dazu, mal loszulassen. Und ich bin einfach gespannt, was kommt. Und Bitcoin to the Moon, let's fucking go. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt die ein oder andere Frage noch? Also Marc, erstmal großen Glück. Habe für nachher noch ein kleines Abschiedsgeschenk vorbereitet. Aber jetzt kurz Frage, wir wissen ja, die Lina ist da, Lina Seiche. Wer ist denn noch alles da in El Salvador? Und weißt du noch, kennst du noch andere, die auch mehr oder weniger planen, nach El Salvador hinzugehen? Also ich kenne zum Beispiel hier die Barbara, die auch da sein wird in El Salvador. Meine Mutter, dann, wir können auch mal gucken, wer hat alles vor, nach El Salvador zu gehen? Hand hoch. Ja, nicht so viele, aber doch schon ein paar. Ja. Also das Ding ist, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn du halt einer der, sag ich mal, einen relevanten Bitcoin-YouTube-Kanal hast, dann wirst du natürlich in El Salvador, da wird dir der rote Teppich ausgelegt. Das heißt, das war auch das letzte Mal so, wo ich nach El Salvador gegangen bin. Ich habe einen Tweet gemacht, dann hat jeder gesagt, hey, kommst du noch in mein Airbnb, kannst da umsonst übernachten, kommst du zu mir in mein Haus, kommst da hin, hey, lass mal treffen, lass mal Kaffee trinken, lass mal Pupusa essen. Also das ist quasi, muss man schon sagen, da habe ich natürlich einen Vorteil, den andere Leute nicht haben. Und ich habe es auch schon vorher angedeutet, ich habe ja auch nicht vor, in El Salvador einzuwandern. Ich habe mich ja quasi dagegen entschieden, nach El Salvador einzuwandern, sondern ich werde quasi jetzt erstmal den Staatenlos-Charakter haben, dass ich quasi nie länger wie 160 Tage in einem Land bin und dann einfach mal auch verschiedene Länder ausprobiere. Und es kann sein, dass ich dann irgendwann sage, okay, in El Salvador, das ist jetzt der Match, da bleibe ich jetzt auch längerfristig. Ich will mich da jetzt gar nicht drauf fokussieren, aber es gibt zum Beispiel schon viele, zum Beispiel der Jens, zu dem ich gehe, der das Cuatro Amigos hat, der kommt auch aus Deutschland, der hat da unten sein Airbnb und er hat es sogar geschafft, mit dem Airbnb den Bitcoin-Preis out zu performen. Also das ist wirklich erstaunlich. In El Salvador, zumindest in den Hotspots El Sonte, die Immobilienpreise, die haben in den letzten 2 Jahren Bitcoin outperformed oder sogar in den letzten 2, 3 Jahren. Also das ist schon ein sehr, sehr aufstrebendes Land. Lebst du dann von deinen Bitcoin oder wie machst du das? Also leben tue ich von Melonen, von Sonne, von Wasser. Aber klar, ich sag mal, Bitcoin ermöglicht es einem halt. Also ich müsste zum Beispiel nicht arbeiten. Ich könnte zum Beispiel auch einfach mal sagen, 5 Jahre oder 10 Jahre, hey, ich mache einfach mal nichts. Aber ich habe ja auch Einkommen durch den YouTube-Kanal. Also ich muss meine Bitcoin nicht verkaufen, um da leben zu können. Ich habe so viel Cashflow, dass ich aus dem Cashflow leben kann. Und das ist ja auch ein großer Vorteil, dass du quasi das Geo-Arbitrage benutzen kannst. Das heißt zum Beispiel, du hast ein Einkommen in Deutschland oder ein internationales, europäisches Einkommen, aber du lebst in einem Platz, wo die Lebensunterhaltungskosten niedriger sind. Das heißt, El Salvador ist jetzt nicht das billigste Land, für Zentralamerika ist es relativ teuer, aber im Vergleich zu Deutschland ist es immer noch billig. Also wenn du zum Beispiel so Lebensmittelkosten sind halt vielleicht die Hälfte oder so, die Mieten sind fast ähnlich, aber es gibt halt viele Faktoren, wie zum Beispiel, ja, wenn du einen Bus fährst, dann kostet es halt irgendwie 2 Cent oder 10 Cent oder sowas. Also das ist quasi nahezu zu vernachlässigen. Wir hatten vorher den Friseur, der hier irgendwie 21 Euro kostet, in El Salvador sind es 2 Dollar. Ja. Und das ist ja im Endeffekt genau das Coole, was auch mit Bitcoin möglich ist. Wir haben zum Beispiel ein internationales Business, irgendwie ein YouTube-Channel oder Marketing oder was weiß ich, was man auch macht. Und dann lebt man vielleicht in einem Land, wo die Lebensunterhaltungskosten niedriger sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier 2000 Euro verdienst, dann wird es wirklich hart, weil du musst gucken, deine Miete kostet schon irgendwie 800 Euro, dein Auto nochmal 200 Euro, dann zusätzliche Kosten, da bleibt nicht mehr viel übrig zum Sparen. Wenn du 2000 Euro hast und du lebst in Thailand, da lebst du für 300 Euro im Monat in einer Villa mit Swimmingpool und mit Whirlpool. Und das Essen kostet halt ein Viertel oder ein Zehntel oder ich weiß nicht wie viel. Und das ist halt schon ein interessantes Konzept, das halt schon auch immer mehr Leute machen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir internationales Einkommen haben. Es funktioniert nicht, wenn wir in El Salvador arbeiten, weil El Salvador ist kein gutes Land, wenn du da Einkommen aus dem Land erzielst. Weil das Durchschnittseinkommen sind irgendwie 300 Dollar oder sowas. Also das muss man halt immer wissen. Und das ist halt auch die Frage, das kommt halt nicht für jeden
in Frage. Weil manche Leute, die sagen zum Beispiel, okay, ich will Arzt sein in Deutschland, kannst du halt nicht skalieren, kannst du nicht sagen, okay, ich mache jetzt per Zoom, mache ich meine Operation oder sowas. Ja. Und das ist halt was, was man sich überlegen kann, aber was ein durchaus spannendes Konzept ist. Und tatsächlich würde ich sogar so weit gehen, momentan haben wir quasi so eine Landkarte und da sind quasi überall so Linien eingezeichnet und dann sieht man zum Beispiel so Grenzen. Und wenn ich dann zum Beispiel 10 Meter nach rechts gehe, dann sind andere Regeln, wie wenn ich 10 Meter nach links gehe. Und das ist eigentlich schon ein komisches Konzept. Und ich denke mir schon, dass Bitcoin auch langfristig diese Konzepte aufbrechen kann. Dass man zum Beispiel nicht mehr so arg gebunden ist an gewisse Länder, sondern dass die Leute viel, viel flexibler sein und vielleicht auch die ganzen Sachen vielleicht aufgebrochen werden. Da gibt es auch Bücher darüber, zum Beispiel Michael Fischer hat darüber auch ein Bitcoin-Buch geschrieben, Bitcoin Nation, oder ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ja, Bitcoin Nation. Also ich glaube schon, dass auch viele Konzepte, die wir noch in dem Kopf haben, auch so wie so ein klassisches Unternehmen funktionieren muss, wie so ein, ja, ein klassischer Lebenslauf funktionieren muss, auch zum Beispiel das, was man hier im Schwabenländle kennt, so schaffe Häuslebauer und dann hat man halt sein Reihenhaus, dann hat man sein Auto, dann hat man seinen Hund und dann hat man seine Familie. Das sind halt Konzepte, die hat man jetzt sehr, sehr lang benutzt, aber ich denke, dass wir jetzt in so einer Umbruchszeit sind, wo diese Konzepte auch hinterfragt werden und immer mehr Leute auch experimentieren und neue Lebensformen ausprobieren. Und dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass so klassische Konzepte, wie dass man dann irgendwelche Grenzen mit irgendwelchen Linien hat und so, das ist natürlich schon sehr, sehr weit gedacht. Vielleicht das sind wir 50 Jahre, 60, 70, 80 Jahre. Irgendwann wäre dann natürlich auch vielleicht die Idee, dass es vielleicht Bitcoin als, ja, eine Art Bitcoin-Standard gibt, dass wir vielleicht, okay, Bitcoin auch als primäres Zahlungsmittel, als primäres Spartool haben, dass sich Bitcoin wirklich durchsetzt. Dann werden sich so viele Dinge ändern, die man sich jetzt noch gar nicht wirklich vorstellen kann, auch mit AI und Robotics, was da alles auf uns zukommt. Wir sind in so exponentiellen Zeiten. Ich denke, das, was in den nächsten 10 Jahren passiert, ist so viel wie das, was in den letzten 50 Jahren passiert ist. Also der Fortschritt, auf den wir jetzt zugehen, der ist so enorm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, und da kann ich auch gar keine Predictions machen, weil das einfach Wahnsinn ist. Ich habe jetzt vor 2 Tagen hat man die Roboter von Elon Musk gesehen und das ist schon teilweise erschreckend. Auf der anderen Seite aber natürlich auch krass, was hier alles momentan auf uns zukommt. Ihre Frage, und zwar, du warst ja schon in El Salvador und ich habe ein paar so Blogger mir angeschaut zum Thema tatsächliche Nutzung von Bitcoin in, also außerhalb von Bitcoin Beach, sage ich jetzt mal so grob. Und das ist durchmischt, sage ich mir, die Erfahrung. Also es gibt da Blogger, die geschrieben haben, das akzeptieren manche Shops einfach nur Dollar in Scheineform quasi. Also Cash mehr oder weniger, Dollar Cash. Und lehnen teilweise sogar Bitcoin-Zahlungen ab. Also es kommt immer darauf an, es ist durchwachsen. Denkst du, dass der Bitcoin tatsächlich in den nächsten x Jahren Dollar als Transaktionsmedium verdrängen könnte? Nee, wenn ich ehrlich bin, nein. Also Bitcoin wird sich erstmal als Sparvehikel durchsetzen. Und das sehen wir auch immer mehr, dass es halt einfach als internationaler, sag ich mal, Goldersatz, als digitales Gold, als Store of Value, dass es da anerkannt wird. Und dann gibt es halt so Projekte wie zum Beispiel Bitcoin Beach, Ekasi, wie das Bitcoin Hotel, wo sich das immer weiter verbreitet. Und die Adoption wird definitiv weitergehen. Auch das Zahlungsmedium wird wahrscheinlich immer brisanter werden. Aber dass wir halt jetzt sagen, okay, in 2 Jahren benutzen wir nur noch Bitcoin, das ist schon sehr, sehr weit hergeholt, weil wir werden wahrscheinlich schon so eine Koexistenz sehen, dass wir erstmal ganz lange Bitcoin und Dollar oder Euro quasi als Koexistenz haben. Und dann wird auch Bitcoin dazu führen, dass quasi der Dollar und der Euro wirklich diszipliniert wird. Weil wenn wir auf einmal eine Alternative haben, auf einmal können Zentralbanken nicht mehr einfach wild Geld drucken, sondern auf einmal merken die vielleicht, hey, vielleicht müssen wir doch mal was an unserer Geldpolitik ändern, vielleicht doch mal etwas disziplinierter sein. Und es gibt ja auch schon Überlegungen, wie zum Beispiel Donald Trump, der sagt, ja, we make a little Bitcoin, was hat er gesagt, Bitcoin check and then we pay off the debt, the 35 trillion, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Du kannst nicht jetzt einen kleinen Bitcoin check machen und dann sparst du mal irgendwie 200 Bitcoin zusammen, dann zahlen wir mal 35 Billionen ab. Das funktioniert natürlich nicht. Noch nicht, ja, muss man lang genug rotteln. Aber es gibt halt schon so Überlegungen und das wird auch spannend, das werden wir jetzt gleich mit dem Alex vielleicht auch bereden. Es gibt ja schon auch gerade so, vielleicht so Währungskriege, das heißt, China setzt auf Gold, vielleicht andere Regionen wie die USA, die setzen dann vielleicht eher auf Bitcoin. Und es wird schon spannend, wie sich das ausspielt, wenn dann mal die ersten Nationen voll in Bitcoin reingehen. Du warst jetzt auch in Bhutan, die haben ja auch was ganz, ganz Krasses da gestartet. Und da werden wir auch gleich jetzt noch tiefer reingehen, weil das sind ultra spannende Themen, die da gerade aktuell abgehen. Ja, er sagt gerade noch die BRICS-Staaten, die halt jetzt quasi auch aufstreben, weil die BRICS-Staaten, die merken halt, okay, der US-Dollar, der hat uns versklavt.
Genauso wie hier quasi, halt genau. Ja, also wie gesagt, die BRICS-Staaten, ne, die machen sich ja jetzt erst einmal, die versuchen ja das System ja auch aufzubrechen, ne, mit dem Dollar, wo uns eben das aufbürdet. Ne, also der Dollar hat ja versucht, ja, eben dementsprechend die Weltmacht zu ergreifen, was er ja auch lang genug hat. Und die BRICS-Staaten sind jetzt wirklich prima jetzt die Erste durch ihren Zusammenschluss, die eine eigene Währung ja kreieren wollen. Parallel zum Bitcoin, die sind ja auch vom Bitcoin nicht abgeneigt, ne? Aber das werden wohl die Ersten sein, die jetzt sich da zusammenschließen und halt einfach auch die Herrschaft vom Dollar niederbrechen werden. Und wie gesagt, und der Euro wird ja 1:1 damit reinbrechen. Insofern finde ich es auch hochinteressant, eben Deutschland finanziell zu verlassen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die BRICS-Staaten diejenigen sein werden, die erstmal den ersten Erfolg massiv davontragen werden. Ich habe sogar eine Schlagzeile gesehen vor ein paar Tagen, und zwar hieß die Schlagzeile: China und Russland handeln jetzt nicht mehr im US-Dollar. Die handeln jetzt nur noch in ihrem eigenen Zahlungssystem. Sie haben vielleicht jetzt noch keine eigene Währung. Ich weiß auch gar nicht, ob das Währungsthema so brisant ist, aber zumindest haben sie ihre eigene Zahlungsinfrastruktur. Russland hat auch gesagt, dass sie jetzt Tests machen in Kryptowährungen. Ob das dann in Bitcoin ist, das weiß ich nicht. Aber dass sie quasi Tests machen, dass Zentralbanken internationale Payments in Bitcoin zetteln. Und das ist halt so sehr, sehr spannend, weil die USA, die hat ja eigentlich das Interesse, ihr Währungsmonopol aufrechtzuerhalten. Und durch das, dass sie sich quasi vielleicht auch nicht so smart angestellt haben, indem sie die russischen Assets eingefroren haben, indem sie Sanktionen durchgeführt haben. Sie haben ja gedacht, okay, da machen wir jetzt den smarten Move. Bei Deutschland ist es vielleicht auch ähnlich. Da denken wir, okay, das ist jetzt super smart, dass wir hier andere Länder sanktionieren. Aber indem wir die Länder sanktioniert haben, überlegen sich die Leute, hey, wäre es vielleicht nicht schlau, hier unabhängig zu sein. Wir haben uns quasi jetzt 20, 30 oder seit 71, seit es den Dollarstandard halt gibt, seitdem es nicht mehr an Gold gebunden ist, haben wir uns quasi hier versklaven lassen. Und jetzt wollen wir quasi mal auf den eigenen Beinen stehen. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Movement, das man nicht unterschätzen darf. Aber auf der anderen Seite wird es auch nicht so sein, dass jetzt morgen der US-Dollar wahrscheinlich die Weltmacht irgendwie verliert, sondern das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schleichender Prozess sein. Ja, eine Frage habe ich, und zwar, oder zwei Fragen eigentlich. Erste Frage: Wird dein YouTube-Kanal umbenannt und darf die Community dann abstimmen, wie es heißen wird? Der wird dann Ethereum Hotel heißen. aber nur wenn mir die Ethereum Foundation genügend Bitcoin zahlt. Okay, und die zweite Frage: Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat ja so El Salvador so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, hey, wenn ihr jetzt nicht nach unseren Regeln tanzt, dann, glaube ich, kriegt ihr keinen Kredit mehr, oder ich weiß nicht genau. Und die haben ja irgendwie, ich glaube, 85% vom Bruttoinlandsprodukt ist, also davon sozusagen haben die Schulden, genauen Betrag weiß ich, glaube ich nicht, 25 Milliarden oder sowas im Dreh rum. Und könnte das ein Problem sein für El Salvador, oder gibt es da andere Kreditgeber, die da vielleicht auch einspringen? Da kenne ich mich nicht aus. Also das ist ein Problem für alle Länder, die sich vom US-Dollar abwenden. Also der Internationale Währungsfonds, da gibt es auch ein Buch von Alex Gladstein, der sagt, check your financial privilege. Oder ich glaube, ich weiß nicht, ob er es in dem Buch geschrieben hat oder in einem anderen Buch. Oder ich glaube, Bitcoin, das trojanische Pferd der Freiheit, ich glaube, in dem Buch hat er es beschrieben, dass der Internationale Währungsfonds im Endeffekt nichts anderes wie finanzielle Versklavung macht mit Ländern. Das heißt, man gibt quasi wie den kleinen Kindern, dann ist man quasi der Candy Store, man gibt quasi die Süßigkeiten raus, dann sagt man, hey, hier habt ihr Süßigkeiten, könnt ihr alles essen. Was passiert? Die Kinder werden alle abhängig und nachher müssen sie wieder zum Drogendealer zurück. Und was Ähnliches passiert auch mit dem Internationalen Währungsfonds. Der gibt quasi Kredite raus, sagt, hey, nimmt mein Geld. Aber das ist natürlich keine altruistische Organisation, sondern die haben wieder Bedingungen. Wenn du mein Geld nimmst, dann muss das und das und das politisch passieren. Wenn du mein Geld nimmst, die haben ja ganz klar gesagt, wenn ihr weiterhin unsere Kredite haben wollt, dann müssen wir eure Bitcoin-Exposure müssen wir überprüfen. Das heißt, die Bitcoin-Bestände müssen wir überprüfen, wir müssen eure Bitcoin-Policy überprüfen und wir müssen auch Bitcoin als Zahlungsmittel, müssen wir ganz genau checken, ob das noch zu unseren Standards passt. Und das ist ja im Endeffekt nichts anderes, wie in die Fresse gesagt, entweder Bitcoin oder internationales Währungsfonds. Aber beides geht nicht miteinander. Wenn ihr Kredite haben wollt vom internationalen Währungsfonds, dann müsst ihr Bitcoin abstoßen, sonst funktioniert es nicht. Und das ist im Endeffekt ein Druckmittel, was hier benutzt wird. Das geht nicht nur El Salvador so, das wird wahrscheinlich auch Argentinien so gehen oder anderen Ländern, die sich hier von dem System
abkoppeln. Das ist wie bei der Mafia. Wenn du von der Mafia rausgehst, die wollen dich wieder in das System reinziehen. Jeder will dich in das System reinziehen. Jeder will dich in dem System halten. Und das sind auch die unsichtbaren Fesseln, von denen ich vorher geredet habe. Auch Deutschland will dich in dem System halten. Zum Beispiel, das ist ganz, ganz interessant, wenn man zum Beispiel so Perpetual Traveling oder so macht. Es gibt Staaten, die saugen einen nicht ein. Zum Beispiel, wenn du jetzt nach Costa Rica oder von mir aus nach El Salvador, Argentinien gehst, die juckt es relativ wenig, was du in dem Land machst. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Deutschland gehst, da kann es nur reichen, wenn du zum Beispiel ein Auto angemeldet hast oder wenn du zum Beispiel irgendwo eine Waldhütte hast, in der du gar nicht lebst, oder wenn du bei deiner Freundin sowas, beim Boris Becker, der hatte, glaube ich, bei der Schwester oder so eine Zahnbürste, und dann haben sie ihm unterstellt, du hast dann deinen Lebensstandort oder deinen Lebenshauptpunkt in Deutschland, weil er halt irgendwie 2 Wochen im Jahr bei seiner Schwester hatte und da hat er die Zahnbürste nicht mitgenommen, sondern liegen lassen. Und das sind quasi Systeme, die dich reinsaugen wollen. Deutschland ist so ein System, der internationale Währungsfonds ist so ein System. Und man muss sich halt jetzt fragen, okay, ist das wirklich okay, wenn hier so der internationale Währungsfonds so gegen El Salvador schießt? Meiner Meinung nach ist es nicht okay und meiner Meinung nach ist sogar eine Red Flag und sogar ein Symbol oder ein Zeichen, dass El Salvador sehr, sehr viel richtig macht. Genauso wie die Zentralbanken. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass die Zentralbanken gegen Bitcoin schießen, weil das zeigt, dass die Zentralbanken zittern, dass der internationale Währungsfonds zittert, dass auch die Deutschen vielleicht zittern, weil die Wohlhabenden weggehen. Also muss man quasi die Mauern höher machen. Und es ist egal, ob das bei Deutschland, beim internationalen Währungsfonds, bei den Zentralbanken ist. Das ist global überall. CBDCs könnten wir weitergehen. CBDCs sind ja auch quasi ein Entwurf, um dich in das System reinzusaugen. Und wenn du aber jetzt sagst, okay, du willst quasi aus dem System raus, dann kann es halt auch sein, dass da mal der internationale Währungsfonds anklopft und sagt, hey, können wir mal euer Financial Privilege hier checken? Darf ich noch was anführen? Also mit dem IWF, du hast da vollkommen recht, also stimme ich vollkommen überein. Ich möchte noch einen Einwurf machen zu der BRICS-Geschichte. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Also wenn man auf der Welt umeinander reist, eigentlich egal wo man ist, die Leute wollen alle Dollar haben. Sie wollen, egal wo, sie wollen auch keine Bitcoin haben. In China, sie wollen Dollar haben. In Brasilien wollen sie Dollar haben. In Indien wollen sie Dollar haben. Und diese CBDC und was da geschaffen werden soll, will dort keiner haben. Und ich glaube, der Schluss, den man machen muss, was ganz clever ist, die Welt, viele Staaten wollen von dem Dollar loskommen. Und Bitcoin schafft es, diese Zahlungsverkehrskontrollen der Länder zu umgehen. Und das ist der eigentliche Schulterschluss, der gemacht wird, weil letztendlich hinter den Bitcoin-Zahlungen, was auch immer dann dahinter steht, irgendwo wird der Dollar wieder auftauchen. Also ich glaube, das ist der entscheidende Schulterschluss, der passieren wird, weil die Leute wollen es nicht. Die wollen diese Währungen nicht haben. Ja gut, aber bring doch mal einen Chef dazu, dich in Bitcoin zum Zahlen in Zukunft, ja? Oder dann einfach zum Sagen, okay, ich nehme die CBDCs einfach nicht an, wenn ich damit bezahlt werde und damit meinen Lohn bekomme, ja? Wer traut sich denn da aufzustehen und zu sagen, okay, dann komme ich ab nächsten Ersten nicht mehr in die Arbeit, ja? Macht doch keiner, jeder geht trotzdem hin und jeder meint, es geht damit auch. Das ist das Problem, dass zu viele einfach dann nicht, wenn es soweit ist, die Nägel mit Köpfen machen, sondern das dann auch wieder duckmäusig, wie die Deutschen so sind, hinnehmen und akzeptieren. Und damit hat das System halt wieder gewonnen. Ja. Und da muss man sich halt überlegen, wann man aussteigt, ja, ob man aussteigt oder ob man dann diesen Schritt noch weitergeht oder ob man dann sagt, okay, bis zu dem Tag X, bis die CBDCs dann auf mein Konto kommen sollen und dann zum Sagen... Das Problem ist, dann ist es zu spät. Ja, genau. Wenn die CBDCs da sind, dann ist es zu spät. Also ich bin auf keinen Fall für CBDCs. Also ich bin da komplett dagegen. Und ich bin komplett für Bitcoin. Ich wollte nur relativieren, dass mein, was BRICS macht, ist nichts anderes wie ein staatlich kontrolliertes Geld. Und das kann man nicht gut finden. Und das wird auch nicht gut sein. Die wollen es ja nicht vom Dollar abhängen. Genau, genau. Aber es wird nicht besser werden und die Leute wollen dann trotzdem, sie wollen entweder den Dollar oder wollen was anderes geben. Das Problem beim Arbeitgeber, dass der nicht in Bitcoin zahlen kann, ist ja eben auch, weil der Gesetzgeber das gar nicht wirklich zulässt. Nicht zu 100%. Zu 100% ist es nach meinen Informationen nicht erlaubt. Ich denke, man kann an anderer Stelle anfangen, das zu wollen, indem man einfach die ganze Zeit versucht, Bitcoin auch auszugeben. Indem man alles, was man tatsächlich so konsumiert, einfach nur in Bitcoin bezahlt. Die Miete, das Brötchen und das Kino und so weiter. Und an der Stelle ist es vielleicht einfacher, die Leute erstmal dazu zu bekommen, dass ja überhaupt mitzumachen bei dem Zahlungssystem, und dann ist es, wenn genug Leute da sind und die Nachfrage hoch genug ist, vielleicht einfacher auch für den Arbeitgeber, das zu 100% in Bitcoin zu zahlen. Guck mal, wir können ja auch mal das Spiel komplett umdrehen. Das heißt, wenn morgen niemand mehr den Dollar benutzen würde, wenn jeder Bitcoin benutzen würde, würde dann der Dollar noch funktionieren? Nein. Wenn morgen jeder
der wo irgendein Problem hat mit einem Land, einfach seine Füße nimmt und mit seinen Füßen abstimmt, würde dann das System noch funktionieren? Nee, aber die Leute, die können nicht raus, weil sie quasi Zwänge haben. Sie haben familiäre Bindungen, sie haben hier ihre Heimat. So kann man die Leute erpressen. Und genauso ist es auch im Geldsystem. Sie sind es einfach gewohnt, im Dollar, im Euro quasi zu essen, zu bezahlen, ihr Gehalt zu bekommen. Das ist einfach Gewohnheit und es ist natürlich auch Faulheit. Und wenn man natürlich aus dem System rausgeht, der Mensch ist sehr, sehr träge. Und die Trägheit, das ist erstmal nicht so einfach, aus dem System rauszugehen, weil das machen nicht viele, dann bist du quasi der Pionier, das ist so wie der Erste, der wo vielleicht mal zum Mond geht oder sowas. Es gibt jetzt, ich bin jetzt nicht der Erste, der zum Mond geht, also da gab es schon ganz andere, die ähnliche Sachen gemacht haben, das ist jetzt übertrieben formuliert. Aber es sind halt im Endeffekt, da gibt es auch so das eine Bitcoin-Meme. Da sieht man so rechts so eine ganz abgelaufene Wiese und da gehen halt alle hin. Und links ist quasi ein Weg, da ist gar niemand, aber da blüht halt alles, weil da läuft halt niemand. Und das ist halt im Endeffekt auch genau das, was man bei ganz, ganz vielen großen Persönlichkeiten gesehen haben. Die sind nicht rechts den Weg gegangen, wo quasi die ganzen Schafe die ganze Weide abgegrast haben, sondern die sind halt links den Weg gegangen, wo halt vielleicht alles geblüht hat, wo auch wenige Leute gegangen sind. Da gab es aber auch keine geteerten Wege. Das sind quasi Wege, die man sich selber schließen muss. Das sind Experimente. Da gibt es nicht irgendwie so 0815, jetzt machen wir halt hier den Studiengang und danach machen wir hier die Ausbildung und dann machen wir hier Schema F und dann machen wir das einfach durch, sondern das sind halt quasi Experimente und Forward-Failing, da kann man auch auf die Fresse fallen, da muss man auch lernen, wirklich hinzufallen wie ein Kind, muss man quasi hinfallen, Fehler machen, wieder aufstehen, davon lernen, hinfallen, Fehler machen, aufstehen, lernen und so wird man quasi besser und so wird man auch selbst souverän und dann kann man auch nicht die Schuld auf jemand anders schieben, dann kann man nicht sagen, okay, der Staat war jetzt verantwortlich. Wenn du zum Beispiel aus dem System rausgehst, da gibt es nicht sowas wie soziale Absicherungen. Wenn du keine Arbeit hast, dann hast du kein Geld. Wenn du keine Versicherung selber abschließt, dann musst du halt selbst dafür aufkommen. Wenn du nicht irgendwie dich um deine Familie kümmerst, gut zu deinen Freunden bist, dann gibt es nachher nicht der Staat oder so, wo du dann anrufen kannst und sagen kannst, hey, sorry Bro, ich habe mich verschätzt, ich bin jetzt irgendwie, ich habe es doch nicht hinbekommen, lass mal jetzt hier wieder irgendwie mich irgendwie sozialisieren oder in irgendwelchen Sozialprogrammen mich aufnehmen und ich will jetzt hier einen Psychiater oder sowas. Sondern wenn du halt rausgehst, dann hast du die volle Power, genauso wie bei Bitcoin, du hast die volle Power, du kannst aber nachher nicht anrufen und sagen, hey, lass mal bitte die Passwörter wiederherstellen, ich habe aus Versehen meine Passwörter wo verschlammt oder sowas. Und das ist halt im Endeffekt genau das Thema. Und da muss man sich wirklich ehrlich sein und muss fragen, will man diese Power überhaupt haben? Will man überhaupt diese Macht haben? Will man überhaupt diese Eigenverantwortung haben? Will man diese Selbstsouveränität haben? Will man die Freiheit haben? Will man die Freiheit haben? Zum Beispiel Nietzsche hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich es 100% hinkriege, aber Nietzsche hat sowas gesagt, so in die Richtung, die Frage ist nicht, wie viel Wahrheit man rausfinden kann, sondern wie viel Wahrheit man überhaupt vertragen kann, genau, wie viel Wahrheit man überhaupt aushalten kann, ertragen kann, weil das ist im Endeffekt genau das Ding. Bitcoin ist halt auch eine Brille. Bitcoin zeigt ganz klar auf, dass wir in einem sehr, sehr fiesen, unfairen System sind. Das Bitcoin zeigt auf, dass wir ist ja absurd, dass die Preise immer weiter steigen. Bei Bitcoin sieht man es ja ganz klar, die Preise fallen immer, der Lebensstandard wird immer einfacher. Es macht gar keinen Sinn, dass man einen zweiten, dritten, vierten Job annehmen muss, dass man immer noch mehr arbeiten muss, obwohl wir technologischen Fortschritt haben. Wir haben mittlerweile Roboter, AI, die alles automatisieren können. Was macht das? Das macht keinen Sinn, dass man jetzt in Amerika drei Jobs braucht, um irgendwie nur die Miete zahlen zu können. Man studiert, man hat einen guten Abschluss, man studiert, man macht alles so, wie es das System einem vorgegeben hat und trotzdem reicht es nicht, um einfach nur ein 0815-Leben zu leben. Trotzdem braucht man einen zweiten, dritten Job und muss sich dann noch abhängig machen, muss sich noch verschulden bei einer Bank, muss sich noch überhebeln. Wir sehen, dass die Kreditkartenschulden so hoch sind wie noch nie. Die Leute, die verschulden sich mit ihren Kreditkarten, wo sie dann teilweise 20% Überziehungszins zahlen und alles. Also es sind schon Umstände, die einem aber erst auffallen, wenn man quasi einmal aus dem System rausgeht. Das ist genauso, wie wenn man auch nicht wirklich realisieren kann, was in der Schafsherde abgeht. Man muss wirklich mal vielleicht von oben drauf gucken. Man muss wirklich mal vielleicht, ja, wie der Schafshüter, muss man mal vielleicht aus der Herde rausgehen. Und dann kann man genau sehen, okay, was läuft eigentlich ab in dem System? Ist es wirklich so gut? Ist da alles okay? Und man war einfach ehrlicherweise auch vielleicht verblendet. Man hat gedacht, okay, man ist hier aufgewachsen, das war schon immer so, man hat es nicht hinterfragt. Aber wenn man halt zu Bitcoin kommt, dann merkt man halt, vielleicht gibt es noch andere, bessere Möglichkeiten und vielleicht ist es doch nicht so cool, wie ich angenommen habe. Ich hätte eine Frage, und zwar, wenn du wieder selbstständig werden würdest, ja, in El Salvador, dann besteht ja folgendes Risiko, und zwar, bevor
quasi der jetzige Präsident in El Salvador gewählt worden ist, waren ja die Verhältnisse so, dass die Mafia stark war und jeder, der ein Geschäft gehabt hat, hat damit rechnen müssen, dass er erpresst wird. Dann haben die so ungefähr beobachtet, wie viele Kunden gehen da ein und aus. Haben wir beim Herfahren quasi ein bisschen so drüber philosophiert. Und jetzt, wenn du zum Beispiel ein Bitcoin-Hotel aufmachst in El Salvador, könnte dir dasselbe wieder passieren, logischerweise, weil die Menschen ändern sich ja nicht so schnell. Also der, der früher Mafia-affin war, macht es vielleicht wieder. Und das heißt quasi, das eine, was man dann eventuell braucht, ist wie das, was der Mafia-Boss in Kolumbien gehabt hat, der Kokain-Boss, wird der nochmal geheißen? Pablo Escobar. Ja, genau, der größte Mafia-Boss aller Zeiten, quasi seine eigene Privatarmee. Also im Prinzip musst du ja fast schon dann, wenn du wieder also aus dem Perpetuum-Traveling-Bereich rauskommst. Oder du bist halt einfach flexibel. Ich sag mal, das ist halt einfach das Ding. Wenn du irgendwo deinen Fuß reinsetzt, dann bist du, hast du ein Klumpenrisiko, bist immer gewissermaßen abhängig. Das ist auch beim Bukele so. Und ich finde auch nicht gut, alles gut, was in El Salvador abläuft. Auch mit den Kriminellen und so, der musste es natürlich relativ, sag ich mal, schlagartig, musste der quasi Gesetze aushebeln, auch wenn man mal guckt, wie der das wirklich gemacht hat. Da gibt es ein Notstandsgesetz. Das heißt, theoretisch kann bei dir in El Salvador die Polizei kommen und kann sagen, ich will dein Handy, tu das bitte entsperren. Du musst das machen. Wenn du das nicht machst, landest du im Gefängnis. Das ist in Deutschland nicht möglich. Das heißt, in El Salvador sind gewisse Dinge ausgehebelt, aber die Bevölkerung, die unterstützt es halt, weil das Bukele quasi gemacht hat, um die Gangs und um die Kriminalität in den Griff zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob sowas gut ist, ob sowas schlecht ist. Und ich finde auch in El Salvador, wie gesagt, nicht alles gut und da gibt es auch gewisse Risiken. Das größte Risiko zum Beispiel, was passiert, wenn Bukele morgen eine Kugel bekommt und dann kommt halt ein anderer Präsident. Das heißt, du hast immer das gewisse politische Risiko, wenn du in solche Länder gehst. Und wenn du wirklich sagst, du willst gar kein politisches Risiko mehr haben, du willst auch keine Immobilien in El Salvador, wo du gewisse auch wieder regionale Risiken hast, dann musst du einfach Bitcoin nehmen, weil Bitcoin ist das einzige Tool, wo du kein politisches Risiko hast, wo du kein Drittparteirisiko hast, kein CEO-Risiko, kein Staatenrisiko, kein regionales Risiko, kein unternehmerisches Risiko. Okay, ich verstehe, was du meinst. Die Frage war eher, ob du jetzt so eine Art Community nachziehen würdest und selbst zum Pablo Escobar werden würdest. Weil es ist ja hier im Lochinger Stadtrat vermutlich auch so, dass die Fraktionen teilweise, da fängt es dann schon an mit Freientelwirtschaft und ich kenne hier den und jeden, also in jeder kleineren Gemeinde gibt es da irgendwelche Freientelwirtschaften und das wird der Dönerladen genau. Also im Endeffekt ist es ja immer so, das heißt, die Freunde, die du im Leben triffst, die laufen dir nicht zufällig über den Weg, sondern du bist derjenige, der die Freunde in dein Leben manifestiert. Das heißt, du bist der Sender, der quasi überhaupt die Leute zu dir in dein Leben reinziehst. Und wenn ich jetzt nach El Salvador gehe, dann werden wahrscheinlich genau ähnliche Leute wie hier auch mir über den Weg laufen. Weil das einfach du selber bist, der quasi die Realität zusammensetzt und die Realität manifestiert und es nicht einfach so zufällig ist, okay, jetzt bist du in dem Land, dann kommen zufällig die Leute. Zum Beispiel, wenn du sportlich bist, egal wo du bist, dann wirst du wahrscheinlich, egal ob du jetzt in Athen bist oder in China oder in Grönland, sehr wahrscheinlich werden sehr, sehr viele sportliche Menschen sich um dich ansiedeln, weil du einfach das ausstrahlst und dann werden die mit dir Sport zusammen machen, Tischtennis spielen, Radfahren gehen und so weiter. Und wenn du über Bitcoin redest, sehr wahrscheinlich werden sich auch Bitcoiner um dich ansiedeln. Also das heißt, du kreierst quasi selber immer die Community, aber ich glaube, es ist nicht so ein, also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, quasi einfach so in einem Staat zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Community, weil das hat man auch schon ganz oft gesehen, sobald es dann funktioniert, dann schlägt es quasi der Staat wieder klein. Das hat man schon öfters gesehen, dass es so Freihandelszonen oder sowas gab und dann hat es gut genug funktioniert und dann hat man einfach gesagt, okay, jetzt machen wir die Bude wieder dicht, weil das kann ja nicht sein, dass das, was die da machen mit dem freien Handel, dass es besser funktioniert wie in unserem sozialistischen System. Ja cool, dann würde ich sagen, dann danke schon mal, dass ihr hier seid. Jetzt geht's gleich weiter mit dem Alex. Alex, bist du ready? Ja. Guck mal, die Scheiben sind schon angeschlagen. Ja. Ihr könnt auch was zum Trinken holen.